Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Serie Road to Voodoo August Finale. Wir haben hier den Spieler aus den Niederlanden in Blau, das ist Don Arti mit dem Heiligen Römischen Reich unterwegs. Sein Gegner spielt die Abbasiden, das ist der Japaner Koinu. Ehemals Psyag, aber das ist komplett als Koinu unterwegs. Also hat sich da dann doch durchwegs umbenannt. Wir starten natürlich auf trockenes Arabien. Interessantes Matchup, Heiliges Römisches Reich gegen Abbasiden. Hat man jetzt nicht so häufig, zumindest habe ich gerade nichts dazu großartig im Hinterkopf. Mal abwarten. Könnte in verschiedene Richtungen gehen. Sind ein paar Optionen da. Natürlich Heiliges Römisches Reich immer noch Interesse, so schnell wie möglich die Wirtschaft aufpumpen. Also so schnell wie möglich. Eigentlich ist es nicht ihr Wirtschaft aufpumpen für Heiliges Römisches Reich, es ist eigentlich den Tech hochpumpen. Also die versuchen so schnell wie möglich die Zeitalter zu durchschreiten. Feudalzeit natürlich ganz normal, das kann man nicht so krass beschleunigen, aber dann Ressourcen bunkern für eine schnelle Ritterzeit und dann wiederum kann man auch schnell in die Imperialzeit wechseln. Das ist die Stärke vom Heiligen Römischen Reich und dann ist man natürlich noch daran interessiert, möglichst viele Reliquien zu krallen. Auf der anderen Seite eben für Koinu gilt, zum einen mal braucht er sein Haus der Weisheit und zum anderen hat er dann die Option, einige Dorfzentren zu bauen, die kann er gut versorgen dank frischer Lebensmittel. Das könnte seine Antwort sein auf ein Heiliges Römisches Reich, das selber sehr stark dann auf seine Economy spielt, wenn dann wirklich die Reliquien da sind und der Schwäbische Palast mit dazu kommt, wenn man dann schon als Spieler in Rot drei Dorfzentren hat, ist man halt quasi schon vorbereitet. Dann muss nämlich Don Arti hier einiges aufholen. Aber mal abwarten, wie die beiden das hier wirklich genau angehen. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall mal das Wahrzeichen. Interessante Position für die Aachener Kapelle. Ein ganzes Stück weiter weg. Damit, wie man sieht, der Umriss relativ frei. Steinquellen interessanterweise zweimal im Radius. Die Rehe nicht so wirklich. Die könnte mit dem Speer nochmal reinscheuchen. Bisschen in den Kreis. Ich glaube, das versucht ihr auch gerade. Jetzt nach und nach, ja, von der Seite anlaufen. Dann wieder, wenn die Rehe verschreckt werden können, dass man die ein bisschen näher ranschiebt. Dass man dann doch in diesem Radius sammeln kann. Braucht ein bisschen Mühe, ein bisschen Arbeit. So, doch, von der Fang jetzt hier an mit dem Holz sammeln. Zumindest das läuft dann ziemlich schnell. Und das könnte dann weiteres Dorf natürlich auch für Don Arti geben, wenn er hier die Steine anfängt. Eben auch mit der Inspiration. Ich meine, er sammelt auf jeden Fall fleißig Holz und dann Steine mit dazu. Also Dorfzentren sind für ihn durchaus auch möglich, aber man sieht man halt nicht so oft, dass das Heilige Römische Reich wirklich Dorfzentren nachlegt. Aber es kommt immer wieder mal vor. Ja, da wird auf jeden Fall ein Dorfzentrum stattfinden, wenn man sieht, Holz in Masse, Steine in Masse. 400 Holz sind sogar gleich da. Auf der anderen Seite dauert es noch, bis der Flügel online ist, dass es eben in die Feudalzeit geht. Ansonsten weitere Upgrades, aber ein ruhiges Game, da wird noch eben gescoutet und da, da reitet Koinu nochmal durch, sagt, nee, weg mit den Rehen, nichts da mit deinem Radius hier, das gönne ich dir nicht. Und da kommt jetzt ein Dorfzentrum nebenan. Interessante Aufteilung auf jeden Fall vom Gebiet, weil das ist gar nicht so schlecht für Don Arti. Er kann dann hier anfangen, quasi eine Palisade zu ziehen, dann hätte er hier die ganze Ecke für sich allein, auch wenn es ja nicht viele Ressourcen gibt, aber man kann eventuell die Fläche später nutzen für Gebäude. Erstmal hier noch ja wirklich so weit auseinandergetrieben wie möglich die Rehe und dann zerlegt, dass sie nicht wieder zurückgetrieben werden können. Ach ja, wirklich diese Kleinkriege, die man sich da leistet für ihre Nichtigkeiten. So, Stall ist am Start. Einheiten waren da gerade noch nicht produziert. Auf der anderen Seite, wie man hier sieht, Koinu ist selber beschäftigt mit Steine sammeln, also auch bei ihm wird es ein weiteres Dorfzentrum geben. Aber sein Gegner hatte das halt ziemlich zügig, also die Konstellation hier war schnell und effizient. Das ist ein frühes zweites Dorfzentrum, 21, 24 gerade. Also für Don Arti ist das durchaus ein solider Start. Sein Gegner jetzt ebenfalls in der Feudalzeit angekommen, baut einen eigenen Stall. Aber wie man sieht, einheitentechnisch sind wir noch mit sehr, sehr wenig unterwegs. Da ist jetzt mal ein Reiter auf der Reise in die gegnerische Basis. Aber bis dahin kann die auch eine eigene nicht parat sein. Ein eigener Reiter ist dann auch fertig bis dahin. Da wird nochmal Schafe abgegeben und eben Steine und Holz wird gesammelt. Koinu kann sich ein weiteres Dorfzentrum jetzt auch leisten. Sammelt immer noch ein paar Steine mehr. Also es könnte auch nochmal ein zweites Dorfzentrum mit dazu geben. Das nächste ist einfach der Reiterkampf. Diese Reiterspäher gegeneinander. Beide fokussieren erstmal den Reiter runter. Und momentan mehr Hitpoints am Start für Koinu. Das heißt, er kann sich durchsetzen und er hat schneller seinen nächsten Reiter mit dabei. Also gewinnt den Kampf mehr oder weniger. Hier wird fleißig Nahrung gesammelt und abgegeben. Und da sieht man dann Don Artis nächstes Ziel ist sehr wahrscheinlich einfach die Regnitz-Kathedrale. Wir haben hier das Dorfzentrum Nummer 2 für Koinu. Und ja, es sieht stark nach Dorfzentrum Nummer 3 auch aus. Holz wird immer noch fleißig gesammelt. Steine kommen auch noch mit dazu und da hat er gleich 200. Also doch ordentlich was an Wirtschaft. Aber
Mit eben dem Unterschied, dass Donati selber Doppeldorfzentrum fährt. 26-32. Also hat 6 Dorfbewohner mehr aktuell. Da muss Koinu erstmal aufholen, bevor er das dann überholen kann. Und bis dann wird es der Gegner dann doch die Regnitz-Kathedrale, denke ich, bauen. 700 Nahrung bereits am Start. Am Goldmangel ziehen tatsächlich ein bisschen. Da ging noch nicht so viel, da wird auch nicht inspiriert. Das ist weit weg vom Prälaten. Der hängt da in der Aachener Kapelle rum. Und wie man sieht, die Dorfbewohner haben jetzt nichts mehr zu tun. Donati braucht eine neue Position für seine Nahrung, aber braucht einen Augenblick. Jetzt sammelt er erstmal wieder Holz, um dann wahrscheinlich Wälder anzulegen. Aber das bremst natürlich seinen ganzen Plan hier aus. Er sammelt zumindest hier noch Bärensträucher, aber das geht jetzt auch nicht so schnell voran. Also da ist es dann nicht mehr so optimal. Okay, hier draußen, da kommt die nächste Aktion, da wird das Wildschwein jetzt gesammelt. Darüber soll das letzte bisschen nach und noch gesammelt werden, dass das mit dem Wahrzeichen dann klappt. Und da sind wir Dorfzentrum Nummer 3. Also 3 Dorfzentren gegen 2 für die nächste Zeit. Palisade auch schon geplant, damit der Gegner eben nicht an die Reliquien kommt. Und die Reiter sagen auch noch kurz Hallo und stoppen das Gold sammeln. Das hat auch noch einen guten Nebeneffekt. Also bisher für Donati, schnelle Ritterzeit klappt dann doch nicht ganz. Bisschen steht er sich selber im Weg, bisschen steht ihm im Gegenweg. Man muss auch sagen, mit der Nahrung hat natürlich auch Koinu ausgeholfen, dass das für Donati nicht so gut läuft. Hätte es Donati geschafft, die restlichen Räder reinzutreiben, hätte er natürlich nochmal hier 1000 Nahrung und mehr zusammen gehabt. Aber die wurden halt weit, weit rausgeschickt und sind damit nicht mehr attraktiv als Sachen, die man wegsammelt. In der Ecke, da müsste man die eigene Mühle dafür aufstellen. Und somit dauert das mit der Retterzeit. Und das gibt Koinu eben Möglichkeiten, in den Dorfbewohnern aufzuschließen. Währenddessen ist eben auch in Planung, die ganzen Reliquien einzuzäunen. Erster Zaun ist dann auch gleich mal fertig. Der nächste ist geplant da oben und die Reliquie liegt dermaßen weit hinten bei ihm. Die sollte so oder so verteidigen können. Da wird mal ein Reiter zerlegt. Dorf sind noch vorbeigelaufen. Aber so weit, so ruhig. Moment, und Artifin bewegt sich wirklich erst was, wenn er sein Wahrzeichen fertig hat. Das heißt, er braucht noch 30 Gold. Nahrung ist inzwischen vorhanden. Hat auch einiges an Holz inzwischen dabei. Also Felder könnten wir dann auch sehen. Ja, das mit dem Wildschwein war auf jeden Fall eine gute Idee, um seine Nahrungsversorgung nochmal sicherzustellen. Das wurde jetzt auch gescoutet, aber viel machen kann hier Koinu gerade nicht. Und da dreht sich, also da haben wir den Kreis um die 2, das heißt die 3 ist möglich und es kommt der Burggrafenpalast. Das ist eine Überraschung. Die Turbokasane ist unterwegs, 400%. Das Ding ballert Einheiten raus, ähnlich wie der schwäbische Palast Dorfbewohner rausballert. Sogar noch der schwäbische Palast vor den Nerfs, der wurde ja schon ein bisschen zurechtgestutzt. Das Ding hat noch volle 400%, also die Einheiten sind wirklich schnell da. Burggrafenpalast, aber es gibt keine Kostenreduktion. Die kosten trotzdem ihre normalen Ressourcen, aber ist eben einiges dann an Waffenknechten möglich. Und ja, dann ist die Palisade auch nicht so wichtig für die Reliquien, wenn der Gegner eben nicht mit der Regnitz-Kathedrale spielt, das heißt nämlich kein Bonusgold aus den Reliquien. Man kann sie trotzdem in Außenposten reinstellen, die Reliquien, das ist immer noch möglich. Und das sorgt dann eben auch für die Zusatzwerte, aber es gibt eben nicht das Bonusgold mit oben drauf, sondern nur 100 pro Reliquien statt 200. Und ja, hier haben wir Kabel mit dabei, da gibt es ein Meerärger gerade für Donati, Dorfbewohner quartieren jetzt ein. Schießen ein bisschen zurück und da steht das Ding, Burggrafenpalast. Wie man sieht, auch die Upgrades sind davon betroffen. Geht mega schnell. Und Produktion Waffenknechte, 4 Sekunden pro Waffenknecht. Da geht einiges dann in einer Minute. Wenn man das Ding... Es ist tatsächlich echt schwer, das Teil dauerhaft zu versorgen. Das baut dermaßen schnell, dass man wirklich schon einiges an Wirtschaft haben muss, um das versorgen zu können mit Einheiten. Dass es nonstop quasi bauen kann. Und da sieht man, die Reliquie geht einfach direkt nach vorne in diesen Außenposten. Der ist am nächsten. Und dann kriegt man das Gold natürlich trotzdem. Die anderen Reliquien sind alle umzäunt. Also das würde sowieso nicht funktionieren und die hinten wird auch noch eingezäunt. Also das ist die einzige Reliquie, wenn die Donati gerade kommt. Und Bonusgold bekommt er auch keins. Der Wind bricht jetzt hier mal durch und mit den Waffenknechten geht das auch voran dann. Donati mit mehr Dorfbewohnern, das sind wir jetzt aktuell bei 55-56. Koinu hat es also endlich überholt. Und versucht jetzt hier mit Reitern und Kamelen und auch ein paar Speerkämpfern da die Schlacht zu schlagen. Aber die Waffenknechte sind natürlich eine gewisse Sorge, denen fehlt aber noch die Upgrade. Das sind noch frühe Waffenknechte, also die sind noch nicht mal so... Okay, das ist gerade fertig geworden. Das sind jetzt volle Waffenknechte. Das ist auch wichtig, die 150 HP, die 4 Rüstung. Ja, dann ist immer noch der Plan hier, eine weitere Reliquie abzustauben. Die Reiter oben lassen das erstmal alles in Ruhe, wenn das ein Kamele und Sperrkämpfer kämpfen einfach. Die Kamele als Fernkämpfer, die Sperrkämpfer sollen sich dann in den Weg stellen, aber eben die Waffenknechte, ja, schlaufen einfach stumpf drauf. Kennen nichts. Haben genügend Tankiness, genügend Hitpoints und hier werden ein paar Dorfbewohner verfolgt. Das sind für Donati ein paar unangenehme Verluste. Koinu hat jetzt selber genügend Ressourcen für seinen nächsten Flügel.
könnte den starten, aber wird eben hier gerade zurückgeschoben bis in seine eigene Basis. Die Kamele fangen an zu schießen, müssen aber selber aufpassen, die haben nicht so viele Hitpoints. Und auf geht's in den nächsten Flügel. Und das ist der Kulturflügel, also Bewahrung des Wissens ist dann möglich. Die Kamele stehen hier gerade ein bisschen dumm rum in dieser Armee, müssen ein bisschen besser reinschießen. Die Waffenknechte wollen einfach mit roher Gewalt sich hier durchschlagen. Weil die Erfolgschance jetzt nicht so riesig ist, weil das kommen mehr und mehr Einheiten in Rot hier raus. Hier ist die ganze Produktion gerade. Und wie man sieht, die Waffenknechte fliehen diesen Kampf erstmal. In der Zeit konnte man sich zumindest die Reliquie sichern. Hier oben, das ist alles noch stehend mit den Palisaden. Die hier unten ist ebenfalls noch komplett eingebaut. Aber man sieht, das Ding ballert einfach einen nach der anderen raus. Ein Waffenknecht nach dem anderen wird produziert. Nächste Reliquie kommt damit dann mehr Gold. Damit kann man dann auch leichter mehr Waffenknechte bauen. Also wirklich eine Flut an Waffenknechten ist das, was Don Arti hier machen möchte. Da kommen auch die Marschübungen in der Schmiede. Da kommt noch plus 2 Fernkampfrüstung. Also die werden noch zäher, die Waffenknechte. Die sollen noch mehr durchhalten, noch länger durchhalten. 12 Waffenknechte stürmen hier schon wieder nach vorne. Ich meine, die Kamele machen guten Schaden dagegen, man sieht das. Aber dafür auch ein Kamel direkt mal erschlagen. Mit hier insgesamt 6 Kamelen. Es ist gut, was an Damage was rauskommt. Trotzdem muss man diese Waffenknechte eine ganze Zeit aufhalten, dass eben die Kamele währenddessen ungestört den Schaden machen können. Dann gibt es also den Kampf hier gerade an diesem Gebäude. Die Waffenknechte einfach stumpf drauflaufen. Das ist immer noch gerade das Motto von der Art. Die Speerkämpfer schlägt das so langsam nieder. Die Kamele kiten wieder rückwärts. Die Dorfbrunner müssen jetzt auch ein bisschen fliehen vom Wald gerade weg. Wie man sieht, es ist halt mega schwer, durch diese Einheiten durchzukommen. Vor allem jetzt eben noch das erste Rüstungsupgrade mit drauf. Das zweite Rüstungsupgrade kommt dann in Kürze auch noch. Also das wird nur noch schwieriger, mit den Kamelen diese Einheiten zu bezwingen. Die machen 12 Schaden, was wirklich nicht schlecht ist. Aber wenn halt der Gegner bei einer 5er Rüstung ist und kürzlich auch bei einer 6er Rüstung, ist das halt nicht mehr so beeindruckend. Da kommen jetzt mal rein, damit dazu, um diese Kamele weiter anzugehen. Weiteres Kamel fällt. Kolno ist jetzt selber in der Ritterzeit angekommen, hat also jetzt Möglichkeiten für Ambroschützen, um das besser kontern zu können, wenn er die bauen möchte. Oder natürlich für eigene Waffenknechten, damit er selber eine Einheit hat, die so viel Schaden absorbieren kann. Weil aktuell der Trupp stürmt immer noch fröhlich durch seine Basis durch und sorgt für Ärger. Schlägt hier unter einen Dorfbewohner nieder, der nicht im Dorfzentrum drin steckt. Die Einheiten müssen trotzdem noch fliehen. Weiteres Kamel wird da schlagen. Also, ja, da kommt der nächste angelaufen. Es ist laufen einfach fröhlich hier Waffenknechte durch die Gegend und schlagen wie wild um sich. Die haben hier ihren Spaß und leben echt erschreckend lange. Es sind noch so viele aufgeteilt. Also da gibt es noch so viele Probleme zu lösen. Die Kamele müssen wieder weglaufen, wegkiten. Das Ding ist mega angeschlagen. Man möchte halt möglichst kein Kamel verlieren. Die Dinge sind dafür viel zu teuer. Da stirbt aber ein weiteres. Die Waffenknechte, ja, laufen einfach weiter in Stumpf drauf. Währenddessen gibt es unten das nächste Projekt Palisade einreißen für die nächste Reliquie. Hier ist noch ein Waffenknecht unterwegs. Der wird aber langsam weggeschossen vom Dorfzentrum. Hier die Kamele kiten immer noch, was das Zeug hat. Oben sind Waffenknechte drin. Es nimmt einfach kein Ende gerade für Kolno. 75 Dorfbewohner, 23 Militär zu 80 Dorfbewohner und 12 Militär. Also tatsächlich dorfbewohnertechnisch hält Kolno alles noch recht gut am Leben. Aber Problem ist halt wirklich, er muss diese Waffenknechte erstmal loswerden. Er muss die alle irgendwie zerlegen. Und da kommen wieder mal ein paar neue angelaufen, die dann wieder für Ärger sorgen. Jetzt ist dann doch mal der Rückzug angezeigt. Also Don Arti will sich erstmal sammeln. Und wie man sieht, er sammelt sich direkt mitten im Bergfried. Also er macht dann hier nur noch mehr Druck. Will ab hier nicht mehr nachlassen. Hat die nächste Reliquie auch erfolgreich gesichert. Die bringt jetzt... Oh, die will in den Bergfried bringen. Der will das kombinieren. Der läuft nach vorne. Der weiß genau, was er vorhat. Der steuert den Bergfried an, dass der noch nervig ist. Und währenddessen die Waffenknechte versuchen, die gegnerischen Einheiten zu beschäftigen, dass eben der Bergfried fertig wird. Und der wird sehr wahrscheinlich fertig. Und das ist gerade nichts, was den aufhält. Es werden in der Zeit bei Kolno Ambroschützen produziert, dass er endlich mal eine vernünftige Kontrawaffe gegen die schwer gepanzerten Einheiten hat. Zudem kann man sich hier theoretisch die Steine holen. Oder wie das hier machen, direkt auch eine Belagerungswerkstatt ranstellen. Also Don Arti geht von hier nicht mehr weg, sondern er macht von hier nur noch mehr Ärger. Und kann natürlich immer noch fleißig nachpumpen. Ein paar Produktionsgebäude und eben wichtigerweise sein Burggrafenpalast steht hier rum. Hat einige Felder jetzt auch angelegt. Das heißt, Nahrungsversorgung ist gesichert. Gold kommt über die Reliquien. Und somit kann er eigentlich nonstop weiterbauen. Kolno währenddessen, er ist selber ein paar Waffenknechte, selber ein paar Ambroschützen, ein Rambock, um die Gebäude in den Griff zu kriegen. Und ja, momentan ist es bei Don Arti einfach wieder mal der Burggrafenpalast, der von Einheiten rauspumpt. In gefühlt unendlicher Masse. Und da gehen jetzt die ersten Gebäude drauf. In der Zeit, Belagerungswerkstatt ist fertig, baut aber nichts. Hier wird nochmal Steine erst gesammelt. Da wird sogar noch Inspiration genutzt. Der Prälat macht sich nützlich. Könnte ich theoretisch auch seine Kollegen hier noch heilen. Nächstes Gebäude fällt. Wurde nochmal ein Haus zerstört.
Und Colin überlegt sich, wie geht er das Ding am besten an? Er hat einen Rambock gebaut, aber ein Rambock gegen den Balkfried wird wahrscheinlich nicht reichen. Da der ja auch noch verstärkt ist, der hält mehr durch. Der macht selber mehr Schaden, kriegt noch eine Runde schon. Nächster Balkfried ist am Bau, Halleluja. Also das wird nicht unbedingt besser für Colin in der Position. Ich meine, hier sind noch nicht so viele Dorfbrüder direkt in Reichweite. Das wird jetzt für die Felder langsam unangenehm hier an dem Dorfzentrum. Und das ist das Wahrzeichen-Dorfzentrum, also das Hauptding. Und da kommen einfach noch mehr Waffenknechte angelaufen. Stück für Stück für Stück. Es werden aber mehr, anstatt weniger. Die Gebäude leiden und die Vollunterstützung wird mehr. Hier draußen wird noch ein bisschen was an Nahrung gesammelt. Und die nächste Reliquie wurde gerade aufgesammelt. Aber die ging an Koinu. Der hat sich die gerade selber geschnappt. Also zumindest ein bisschen was ist, was er sich holen kann. Aber er hat halt echt das Problem gerade vor seiner Haustür. Er muss diese Einheiten loswerden. Irgendwie diese Position brechen. Aber man sieht mit jeder verstreichenden Sekunde wird die Position eher schlimmer. Mehr Waffenknechte kommen an. Da wird da gleich ein Tribok fertiggestellt. Ein Außenposten ist jetzt mit dabei. Die Dorfbrunner wandern hier immer noch durch die Gegend. Überlegen sich, was sie dann als nächstes bauen sollen. Könnten wieder anfangen, die Steine zu sammeln für den nächsten Bergfried. Das wäre tatsächlich noch drin, wenn man das leer sammelt. Und der Prälat heilt währenddessen doch noch seine Kollegen. Ein paar Dorfbrunner wurden erschossen. Und Koinu, jetzt, da sieht man es. Das ist die Waffe der Wahl, um diese Position zu brechen. Vier Ramböcke wurden jetzt gebaut. Währenddessen legt aber hier der Tribok los. Also der Druck wird mehr und mehr und da kommt Bergfried Nummer 3, Donati, mit dem nächsten. Also was es sich hier aufbaut, ist halt wirklich mega eklig. Und somit Colnu, ihm läuft ein bisschen die Zeit weg, weil, wie gesagt, das wird nur noch schlimmer. Und hier dann reinlaufen, ist halt wirklich, das ist halt schon ein bisschen Selbstmordkommando, was er da dann betreibt. Da fliegen so viele Pfeile, das Ding hat eine Rotenstellung. Tatsächlich Ölabgabe wäre noch ganz nützlich, in dem Fall für Donati, aber hat er gerade die Ressourcen nicht dafür. Weil alle Ressourcen fließen dann weitere Einheiten. Währenddessen Colnu baut selber gerade den Tribok, versucht das damit dann irgendwie anzugehen, weil die Ramböcke, das ist halt das Thema, die müssten hier irgendwie in eine richtige eklige Position kommen, das sind viele Nahkämpfer, das sind Dorfbrüder, das heißt die Ramböcke haben eigentlich keine großen Erfolgsaussichten. Und jetzt Triple Bergfried, das sieht man auch selten auf einem Bildschirm, drei Bergfriede, eine noch mit seiner Reliquie. Richtig MVP wäre es noch, wenn Donati seine anderen Reliquien hier ranträgt, aber ich denke, das macht er dann doch nicht. Der ist froh, wenn die woanders einfach Gold generieren. Das erste der beiden Wahrzeichen soll ausgeschaltet werden. Das andere wäre natürlich dann einfach noch das Haus der Weisheit. Das ist ein paar Meter weiter hinten. Mehr Stress für den Spieler in Rot. Kann das Koinu irgendwie stoppen? Seine Ramböcke fallen man los. Gebäude kommen hinten noch, weitere Belagerungsaktion wird da gerade fertig, da wird massenhaft Holz abgefarmt, jetzt eben der Versuch, zumindest die gegnerischen Einheiten ein bisschen zu bekämpfen. Da vorne kommt ein Außenposten, damit Donati auch besser in die Map reinzieht. Allerdings, der Außenposten wird es wahrscheinlich nicht schaffen, dafür kommen mehr Einheiten mit dazu und Donati hat da ein Gewusel an Waffenknechten. Wirklich eine riesen Menge, 23 Stück, die hier gerade unterwegs sind, die jetzt einfach stumpf drauflaufen weiteres Mal, wenn das ein Konterfeuer vom Tribok hinten. Aber man hört gerade im Massenhaft gerade, der Schrei ist wieder mal sehr, sehr laut, der Schrei der Kamele ist ziemlich gut herauszuhören. Und da sind gerade einige Kamele gestorben. Das heißt, nicht mehr so viel Schaden, die mit der Armbrustschützen zu ihren besten Job zu machen, aber die haben selber Schwierigkeiten mit den Reitern, die dann ihnen dran kleben. Und die Waffenknechte stürmen trotzdem weiter. Nächste Tribok hinten kriegt Albert und Arti rennt einfach mitten rein in die Basis seines Gegners. Ihn kümmert das herzlich wenig, was hier an Verteidigung da ist. Wenn sie, der schlägt sich trotzdem durch. Und das sieht nicht mehr aus, ob Colnu da irgendwas retten kann. Sein Dorfzentrum ist kaputt. Die Triböcke machen jetzt den nächsten Schaden auf das Haus der Weisheit. Und damit, ja, wird das schwieriger und schwieriger, das Game noch irgendwie weiterlaufen zu lassen. Die Belangsaffen werden zu schlagen. Es ist militärisch, glaube ich, schon fast nichts mehr dabei, Colnu. 107, 48, 115, 9. Also er hat noch mehr Dorfbewohner, aber er hat quasi kein Militär und sein Wahrzeichen wird gleich von dem Bergfried befeuert. Also da wird es wirklich keine Rettung geben für Colnu, auch wenn er ein paar Ressourcen hat. Er kriegt einfach nicht das Militär zusammen, um diese Armee zu brechen. Stattdessen schwärmt er immer noch mit seiner Basis rein. Das wird schlimmer statt besser, die ganzen letzten Minuten. Und das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Donati das 1-0 macht, bis Colnu wirklich sagt, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Den Punkt haben wir jetzt erreicht und damit das 1-0 geht an den Niederländer. Er hat einfach nie wirklich eine Antwort für dieses Militär gefunden. Dorfbrunner technisch war er vorne. Ich meine, man sieht das Gegner zuerst mit dem zweiten Dorfzentrum, dass er wirklich sehr, sehr schnell kam, aber dann selber dreifach Dorfzentrum gehabt. Zwischendrin sind ein paar Verluste, aber trotzdem war er da vorne, aber Militär war einfach das Problem. Man sieht, sein Militär hat einfach hart abgelost im Kampf. Er hat einfach nicht genügend Feuerpower, um diese Waffenknechte wegschmelzen zu lassen. Das hat er irgendwie erreichen müssen. Und stattdessen waren die Waffenknechte mit mehr Feuerunterstützung mit den Bergfrieden. Also das war eine Position, die man nicht wirklich brechen kann. Und somit hat Colnu jetzt zumindest mal die Möglichkeit, sich seine Map rauszusuchen, mit der er dann diese Serie weiter bestreitet. Und da sind wir einmal mehr auf der Heiligen Insel. Dieses Mal ist sie mir nicht abgestürzt. Dieses Mal hat sie auf Anhieb geladen. Also nicht sicher, was dieses Mal anders ist. Aber bin ja froh, wenn ich nicht ständig mein Spiel neu starten muss, nur weil ich in diese Map rein will. Zum Hafen direkt für Donati. Der ist mit den Engländern unterwegs und die Chinesen für Koinu. Und ansonsten Schafe sammeln auch hier Donati bereits gut erfolgreich. Haben sie ein bisschen die Wege gekreuzt von den Sperren. Jetzt versucht man quasi dem Gegner die Schafe wegzuklauen, den man einfach zuerst an einem gewissen Ort ist.
Entsprechend hat der Coin ein bisschen Erfolg. Und auch hier sehen wir nächster Hafen. Der Hafen für den Spieler in Rot. Beide konzentrieren sich da so auf ein paar Fischerboote. Beide haben ähnliche Werkzeuge, um sich zu bekämpfen. Galeere gegen die Dschunke. Beziehungsweise leichte Dschunke bei den Chinesen. Oder müsste die leichte Dschunke sein? Ne, das ist die normale Dschunke. Oh Gott, da. Die Begriffe. Weil es gibt die leichte Dschunke, die normale Dschunke, die Kriegsdschunke. Aber in verschiedenen Zivilisationen, in verschiedenen Formen. Weil die Mongolen verwenden die ja auch. Aber bei den Mongolen ist es die leichte Dschunke und die Dschunke, glaube ich. Da war das so. Und hier ist es dann die Dschunke und die Kriegsdschunke. Aber gut, auf jeden Fall Bogenschützenschiffe haben eine relativ ähnliche Stärke. Hier sind richtig viele Schafe mit dabei. Und werden nochmal ein paar mehr Schafen, nur 14 da gerade mit dazugeholt. Und ein weiteres steht auch noch im Dorfzentrum. Auf der anderen Seite auch einiges an Schafen ist vorhanden. Nahrungsversorgung für die nächste Zeit gesichert, weil man die Nahrung eigentlich eher über die Fischerboote bezieht als über die Dorfbewohner auf dieser Karte. Man sieht die ersten Boote bereits am Start. Und somit beide daran interessiert, möglichst viel Holz zu sammeln. Da gibt es aber auch ein bisschen Gold, dass man dann sein Wahrzeichen dazu holt und dann können die Kämpfe auf See losgehen. Bin mir gespannt, wie das dieses Mal abläuft. Wir haben schon ein paar interessante Seeschlachten auf der Karte bekommen. Herr Speer sagt mir mal kurz Hallo, aber wird alleine nicht viel erreichen. Der Weg zur Basis ist zwar ein bisschen, aber trotzdem, das sollte keine größeren Probleme geben. Der Speer ist das auch gerade selber ein bisschen zu dumm und läuft wieder weg, läuft wieder ran. Ist sich nicht ganz einig, Don Adi mit der Ratshalle. Und die Dorfbewohner mal kurz packen Pfeil und Bogen aus und schießen den Speer ein bisschen runter. Also jeder Volley, gute 20 Hitpoints Schaden. Wahrzeichen unterwegs. Auf der anderen Seite Wahrzeichen für Koino, wahrscheinlich die Kaiserliche Akademie oder baut eine Barbakane defensiv irgendwo hin. Seine Optionen, die er da hat. Und es gibt zuerst die Akademie. Das heißt, mehr Steuergold aus allem Umkreis. In dem Fall betrifft das auch alle Gebäude, die hier rumstehen hat. Man sieht überall, wo das Plus drauf ist. Die Gebäude sind im Radius. Wenn das hier gibt es den zweiten Hafen direkt mit dazu. Ein ganzes Stück weiter vorne. Ölmilch natürlich Doppelproduktion an Bogenschutzschiffen. Also in dem Fall an Dschunken. Währenddessen kann Don Adi bereits mit den ersten Galeeren loslegen. Erste Galeere wird auch gebaut. Hat auch selber Doppelhafen. Also beide wollen da mal rein investieren. Natürlich jetzt auch schon einiges an Fischerbooten gebaut. Also man möchte das nicht unbedingt verlieren. Den Zugang zu den Fischen. Weil das ist dann generell nicht so geil für den Rest der Karte. Außer man kann wirklich einen heftigen Switch auf Land machen. Dass man einfach komplett das mit den Booten sein lässt und alles auf eine Armee an Land konzentriert. Und damit dann die Gegner überrumpelt. Das wäre natürlich die andere Option. Aktuell aber einfach ein bisschen Militärschiff kommt mit dazu. Galeere ist mal da. Es gibt noch keine direkte Reaktion. Doch jetzt wurde die gerade gebaut. Dschunken wurden in Auftrag gegeben. Zwei Stück. Und damit sollte noch genügend Defensive da sein. Ich werde gerade mal nochmal die Werte vergleichen, dafür brauchen wir eine Dschunke, die erstmal da ist. 6,50, 2,8 und es sind 4 Angriffe. Bei der Galeere sind es 5,50, 5 in der Rüstung und wie man sieht 10 Schaden und 6 Angriffe. Also ein bisschen unterschiedliche Werte, aber es sollte glaube ich recht ähnlich rausgehen. Hafenreparatur spielt da doch eine bedeutsame Rolle, weil der Schaden halt doch so langsam reinprasselt. Das heißt, über Zeit ist einiges an Heilung möglich über den Hafen und da treffen gleich mal die ersten beiden Schiffe aufeinander. Die beiden Dschunken können das Ding aber jetzt, ja, Double Team und könnten das zu zweit einfach runterballern. Da geht's zu, man sieht das, das ist genau das. So ein Volley ist noch nicht so spektakulär bei Dingen, die 500 plus Hitpoints haben. Also dass so ein Kampf dauert und eben die Hafenreparatur kann dann einiges bewirken. Da kommt jetzt die zweite Dschunke auch mit rüber. Wie sieht's sonst aus mit der Produktion? Keine weitere Bootenproduktion bei Koino. Weitere Galerienproduktion bei Don Adi und versucht jetzt einfach die Fischerboote zu versenken. Die kann man deutlich leichter wegschießen. Die haben keine Fernkampfrüstung, die haben nur 125 Hitpoints. Da muss man sich nicht ganz so abmühen, wenn das in die Galeere tankt den Schaden ein ganzes Stück lang weg. Bis sie da mal umfällt. Sonst sind, oh, die Dschunken sind schneller als die Galeere. 1,38 zu 1,50, also die können das Ding verfolgen. Somit Rückzug ist nicht wirklich drin dann mit dem Ding. Das wird sich also opfern, um so viele Fischerboote wie möglich mitzunehmen. Und da kommt eine zweite Galeere für wahrscheinlich auch diesen Job mit dazu. Also Don Adi einfach ignoriert die militärische Feuerpause und des Gegners sagt einfach, ich versenke deine Fischerboote, dass du gar nicht erst Nahrung davon bekommst. Kostet natürlich auch einiges an Holz. In dem Fall 75 für ein Fischerboot. Die Galeere kostet mit... Sind die Galeere? Ne, die Galeere kostet 162, genau. Die ist ein bisschen teurer. Mit 162 Gold aber auch oben drauf. Also man muss schon ein paar Fischerboote versenken, dass sich das lohnt. In dem Fall werden die aber gerade abgetauscht. Die angeschlagene fährt zurück.
Und die neue snipet die nächsten Fischerboote. Das ist nervig für Koino. Und da kommt dann auch schon seine vierte Junkie mit dazu. Aber trotzdem kann er seine Fischerboote bisher nicht am Leben halten. Da sind schon einige weggestorben. Wir sind jetzt wirtschaftlich bei 38 zu 36. Also Donati ist 2 vorne. Aber in Sachen Fischerboote hat er bedeutend mehr. Dafür gibt es unten ein bisschen Ärger mit den Reitern. Wobei Speerkämpfer, Langbogenschützen sind auch mit dabei. Also eine Antwort bereits. Und ja, da sieht man genau das. Das Ding wird jetzt einfach verfolgt, die Galerie. Und hat eigentlich keine Möglichkeit zu fliehen. Noch eine weitere Junke mit dabei. Noch eine Junke. Okay, das sind richtig viele Junken. Richtig viel an Schiffen investiert. Wenn das eine Galerie möchte, hier noch in diesem Kampf aushelfen. Da ist eine weitere Galerie mit dabei. Und die Reiter verlieren den Kampf auch erstmal. Zwei verbleiben, können sich zurückziehen. Die angeschlagene Galerie wird nochmal repariert. Aber das, was hier jetzt halt gerade angeschöpft kommt, das wird ziemlich unangenehm für Donati. Das ist sehr viel Feuerpower, die ihm entgegenfährt. Er hat jetzt auch einige Galeeren gebaut. Aber mit dem Verlust, er ist halt ein ganzes Stück hinten dran. Weitere Galeere kommt, weitere Bogenschützen werden gebaut. Und er pusht jetzt gerade auf Land, weil er sich hier auch ein bisschen stark gefühlt. Es gibt noch keine Barbakane. Das heißt, das Dorfzentrum ist das einzige Gebäude, das er die Dorfbewohner schützt. Außenposten auch keine mehr. Das könnte wehtun. Gerade hier am Gold, wo einige Dorfbewohner sich tummeln. Dafür hier eben der Kampf. Momentan noch außerhalb des Hafens, den sollte sich Donati auf jeden Fall dazu holen, damit er in dem Kampf irgendwie eine Chance hat. Weil aktuell ist er in der Unterzahl und er muss gucken, dass er seine Schiffe am Leben hält. Die Fischerboote fahren bereits mit rüber. Ich könnte ihn auch noch zur Reparatur mitnehmen und jetzt möglichst versuchen, ein einziges Schiff runter zu fokussen, dass man schnell die gegnerische DPS schwächt. Das ist der Gedanke. Man muss eben aufpassen, dass die Schiffe nicht gegenseitig in Bewegung gehen, was hier gerade passiert. Aber die Galerie, ne, sie lebt nicht, sie wird versenkt. Fischerboote kommen zu spät, konnten nichts reparieren. Neue Galerie kommt jetzt mit dazu und die Schlacht geht weiter. Wenn das hier gibt es genau das Thema. Die ganze Goldader wird geblockt. Die Langbogenschützen haben da ihren Spaß dabei. Könnte theoretisch auch hinterlaufen in den Wald. Also auf Land macht Donati ein bisschen mehr Druck und versucht das jetzt auch auszuhalten. Er versenkt die erste der Junken. Das sind so viele Junken. 8 Stück sind trotzdem noch hier auf dem Wasser. Da kommt die Massenreparatur mit den Fischerbooten, um das Boot am Leben zu halten. Da werden jetzt die Fischerboote runtergefokust. Die nächste Junke wird versenkt. Also das ist wirklich eine sehr, sehr ärgerliche Schlacht. Eine sehr kostspielige Schlacht für beide Seiten. Die teuren Schiffe Stück für Stück versenken. Die Fischerboote werden da nach und nach weggeballert. Aber die Reparatur hat einiges noch bewirkt. Man sieht, die Junken werden weniger und die Galeeren pushen jetzt tatsächlich den Gegner erstmal weg. Wir wollen nochmal ein weiteres Schiff haben. Zwei davon. Bis eins ist ziemlich angeschlagen. Eins ist ein bisschen angeschlagen. Zwei sind ein bisschen angeschlagen. Aber damit geht der Kampf erstmal in die andere Richtung. Es sind nur noch 2 Fischerboote allerdings übrig für Donati. Will natürlich jetzt im Umkehrschluss gerne Fischerboote von seinem Gegner versenken. Aber das sind auch nur 4 auf dem Feld. Also so krass ist es nicht. Dafür warten hier 3 weitere Junken. Also noch mehr Feuerpower. Da kommt auch nochmal eine weitere Junke. Nochmal 2 weitere Junken mit dazu. Zwischen sind es 3 Häfen für Koinu. Dafür kriegt er auf Land mehr Schwierigkeiten. Sein Gegner hat da jetzt einen Rambock mit dabei. Schmiede also mit Belagerungsfachkenntnis ist dazugeholt worden. Wie gesagt, er hat an Land gerade gar nichts. Er hat jetzt einen Schießstern und baut die ersten Bogenschützen. Aber das, ja, hilft ihm auch nicht so sehr gegen die Langbögen. Baut einen weiteren Schießstern und hat jetzt hier zumindest mal einen Stall. Aber ja, da soll es ein totes Dorf geben. Wenn dessen, ja, die Schlacht auf dem Wasser, wie gewinnt er. Aber auf Land ist gerade so sein Sorgenkind. Hat 11 Junken. Baut er noch weitere? Ne, die Häfen stehen gerade still, weil er das jetzt doch wechseln muss. Er kann hier nicht endlos Ressourcen in Schiffe reinpumpen. Da kommt der nächste Rambock und ein Außenposten. Also, ja, Donati hat das gemerkt, dass sein Gegner an Land deutlich schwächelt und da damit Optionen für mehr Damage sind. Erstes Dorf wird zerstört und sorgt aber nicht für eine Bevölkerungskapazitätsgrenze, sondern 2 weitere Dörfer sind nochmal mit dabei, um das zu korrigieren. Die Speerkämpfer gehen auf die Reiter an. Die Reiter wollten eigentlich den Rambock haben, aber nein, der Rambock bleibt am Leben. Die Reiter fahren auseinander, währenddessen die Bogenschützen snipen hier einmal den Beamten und jetzt auch noch ein ganzer Schwung an Dorfbewohner raus. Also die Probleme werden gerade mehr für Koinu. Die Bogenschützen machen natürlich nicht viel auf den Rambock, weil das sind hier die Schlacht Junken versus Galeeren in der Reparatur vom Hafen. Also die Galeeren werden aber ein bisschen hochgeheilt, halten damit ein bisschen länger und somit auch einige der Junken sterben in dieser Schlacht. Mehr als erwartet. Die Heilung macht da wirklich einiges. Und hier soll es weitergehen mit dem nächsten Rambock. Der eine Rambock lebt eben auch noch. Die Bogenschützen versuchen mal kurz ein Zeichen zu setzen, müssen aber selber aufpassen, dass sie nicht weggesnackt werden. Genau das passiert jetzt. Wagen sich sehr nah ran. Und jetzt gibt es jetzt hier die Schlacht 1 zu 1 Bogenschützen gegeneinander. Beide haben plus 1 Fernkampfschaden. Aber die Langbögen machen eh schon grundsätzlich einen Schaden mehr. Also die haben mehr Basisschaden. Und die Rambögen wollen jetzt weiter Gebäude abräumen. Außenposten ebenfalls im Bau. Und tatsächlich, auf Wasser hält das Donati ebenfalls. Der Gegner zieht sich da auch zurück. Und da kommt dann einfach das GG. Gut, das an Land sieht natürlich jetzt wirklich kritisch aus. Nächster Rambock im Bau, die 2 Rambocke arbeiten voran und hat halt nichts außer ein paar Reit- und ein paar Bogenschützen. Und somit wird es ein 2 zu 0. Bisschen überraschendes Ende, aber so kann es gehen. Da hatten wir aber auch wieder das Elend für Koinu mit den ganzen Booten, mit den ganzen Junken, die er gebaut hatte. Das waren so viele und er hat sich den Kampf trotzdem nicht bedeutend gewonnen.
und somit auf Wasser lief es nicht so toll, kamen nicht so viele Ressourcen ran, eben auf Land war halt die große Katastrophe. Er hatte nichts, er hätte klar seine Dorfbewohner ranziehen können, um die Rammböcke loszuwerden. Problem ist halt, da stand einiges an Bogenschützen und Speerkämpfern mit dabei. Das heißt, die Dorfbewohner hätten sehr gelitten beim Versuch, die Rammböcke anzugehen. Und da kam noch der Außenposten für mehr Attack-Speed für die Engländer, also da wollte er sich nicht weiter mit beschäftigen. Somit eine relativ kurze zweite Map, nicht mal 15 Minuten, was das Ding hier erreicht. Und damit 2:0 Matchball für Donati in der Position schon. Somit machen wir weiter im friesischen Sumpf und wir haben die Rus hier mit am Start. Und zwar für Koinu, während das sind Franzosen für Donati. Somit einmal Gold sammeln. 15 Gold bisher. Also lief nicht so gut. Stattdessen lief es für Donati ziemlich gut. Er hat sich da schon einige Schafe geschnappt. Die geht es dann weiter an die Rehe. Und man ist natürlich fleißig unterwegs. Hier hat Koinu einen ganzen Schwung an Schafe. Er braucht seinen Gegner wieder einen ganzen Schwung mit dabei. Da hat die Karte einfach so viel. Man sieht da, hier laufen gerade 5 Wölfe mit. Der versucht dann irgendwie beim Gegner die Wölfe irgendwie anzusnipen. Wenn der Speer zu weit wegläuft, kann das auch durchaus sein, dass die umdrehen. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu weit wegläuft. Ja, wartet extra einen Augenblick, also ja. Dass die eben mitkommen. Der versucht da noch einen wegzusnipen davon, aber... mal gucken, ob das funktioniert. Das ist ein gutes Stück weg, also es wird ein bisschen brauchen, bis Conno dann vorbeikommt. Jetzt 9 Hitpoints, 6 Hitpoints, jetzt wird es langsam kritisch. Und der zweite Speer kommt genau passend für Donati wieder. Dazu haben wir jetzt einfach den Doppelschuss und dann hat er den Wolf. Und nimmt ihm seinen Gegner weg. Mal gucken, wie oft er das noch hinkriegt. Das ist für Conny natürlich mega ärgerlich, aber die gerade nur einen Speer am Start, also er kann das nicht wirklich kontern. Nächster Wolf ist im Visier. Und ja, runterschießen auf 6 Hitpoints, Doppelvolley und nächster Kill geht hier an Donati. Jetzt aber Doppelspeer am Start, Triple-Speer sogar für Koinu. Hat dann nochmal einen weiteren Wolf, den er auch mit anbringt. Die kann er selber erledigen. Aber das ist natürlich bitter. Das sind 50 Gold, die er verloren hat gerade in der Aktion. Gut gemanagt von Donati. Und ja, man sieht die Masse an Schafe. 18 Stück, die er da gerade mitführt. Auf der anderen Seite sind es ein bisschen weniger. Jedenfalls sind wir da bei 9, also gerade mal die Hälfte. Ein paar Schafe wurden, glaube ich, hier abgegeben. Wobei, nee, da stehen auch Dorfbewohner schon dumm rum. Also, das läuft für Koinu nicht so hundertprozentig. Die Dorfbewohner, ja, haben nicht genügend zu arbeiten. Immerhin, Nahrung wäre da fürs Wahrzeichen. Koinu ist jetzt erst bei 150 auf der Karte. Nach 3,5 Minuten. Also, das ist kein schöner Start für ihn. Aber er findet da noch Rehe. Und das ist wichtig, das Gold, wie man sieht. Er hat noch nicht mal die 200. Er kann noch nicht mal sein Wahrzeichen beginnen. Das hat er jetzt dann gleich. Noch ein Rehe und dann ist das soweit. Und dann wird das wahrscheinlich auch direkt folgen. Ja, da kommt das Tor. Das ist, da hat er halt nochmal, ja, Zeit verloren einfach. Wenn das ein, sieht man hier, Kavallerieschule ist unterwegs. Hat auch schon gute Fortschritte gemacht. Also so weit aus dem Early Game raus. Guter Start für Donati. Konnte es dem Gegner einiges wegnehmen. 225 Gold auch erst für Koinu. Aber das sind, glaube ich, jetzt noch ein paar Schafe da. Und die, ja, das sind genügend Schafe da. Also die 250 schafft er mit den 7 Schafen hier noch oben drauf. Aber es hat wirklich gedauert. Hat da lang Zeit gebraucht. Und hier was nochmal 2 Schafe, die man mitnehmen kann. Seine wartet da am Wald, dass es jemand abholt. Und tatsächlich, nein, es geht an Donati. Der kommt näher vorbei. Und somit, ja, läuft das einfach hier mit. Die Schafe sind nicht wählerisch. Die laufen mit dem, der das erstes vorbeikommt, dem ersten Speer. Ist egal, wer das ist oder wer da in der Nähe Gebäude hat. Es ist wichtig, dass da ein Speer vorbeikommt. Die brauchen ihre Vertrauensperson. So, Donati in der Feudalzeit und Koinu wird da gleich nachziehen. Da gibt es eine Kaserne dann auch mit dazu. Auf der anderen Seite natürlich königliche Ritter. Drum eben die Kaserne für ein paar Speerkämpfer. Währenddessen geht es hier los mit ein paar Steinen, die gesammelt werden. Die Option hat Koinu natürlich theoretisch auch. Über das goldene Tor einfach ein paar Steine kaufen. Da muss er gar nicht erst sammeln, dann kann er da ein Dorfzentrum aufstellen. Nein, was es bei ihm gibt, was er aufstellt, ist erstmal schon eine Palisade. So steckt sich das ein Gebiet ab, aber ein relativ... wenig, also wirklich sehr defensiv gehalten. Wie man sieht, sehr nah alles am Dorfzentrum, am Wahrzeichen. Einfach keinen Bock, dass die Ritter von da reinlaufen. Will also eine gute Kontrolle über sein Gebiet haben. Er weiß, dass die Ritter ankommen. Ist nur eine Frage der Zeit. Man möchte möglichst gut dagegen aufgestellt sein. Auch wenn es ihm jetzt hier ein bisschen Holz kostet. Und er sein Gebiet ein bisschen verengt. Aber lieber so als Dorfbewohner zu verlieren. Das wird jetzt auch gescoutet natürlich von Donati. Hat den Speer oben, hat den Speer unten. Den Ritter mit dabei und los kann es gehen. Aber da warten die ersten Speerkämpfer. Der Speer wird das aushalten. Also da ist einfach, ja, durch diese Palisade ist wirklich wenig möglich. Er müsste hier irgendwo reinlaufen, da muss an den Speerkämpfer vorbei. Hier muss am Dorfzentrum vorbei. Er könnte noch hier hinten reinlaufen theoretisch. Aber da sind auch die Speerkämpfer nicht weit weg. Also da soll die Defensive soweit passen. Dafür gibt es eben hier sehr viele Steine. Donati wird ein weiteres Dorfzentrum aufstellen. Ich meine, da gibt es ja viele
wertvolle Spots zwischen den Fischen. Goldader wäre hier noch mit dabei. Holz wäre in der Gegend, also da könnte man sich schön ein Dorfzentrum reinstellen. Mal sehen, wo er das vorhat. Er läuft mal in die Richtung, könnte auch hier passieren. Einfach zwischen den Fischen. Irgendwo, wo viel Nahrung ist. Wo man eine Weile beschäftigt ist mit den Dorfbewohnern. Hier Späher versuchen, einen Kill zu machen, aber sobald der Ritter dazukommt, hat sich das Thema wieder erledigt. Und hier gibt es das Ding, ja, zwischen den beiden Fischquellen, den beiden Teichen, die da am Start sind. Und da ebenfalls, ja, da kommt auch das zusätzliche Dorfzentrum. In dem Fall für Koinu. Also beide gehen auf ihr zweites TC. Damit wird mehr Wirtschaft aufgebaut. Hier sieht man immer, die Ritter jagen fröhlich, aber die Späher können normalerweise weglaufen. Hoffen auf ihre Regeneration. Fröhliche Jagd. Ansonsten passiert hier gerade nicht viel. Es sind noch nicht weitere Ritter gebaut worden, sondern einfach... Ja, Wirtschaft ist jetzt der Fokus. Mehr Dorfbewohner kommen auf beiden Seiten. 270 Gold für Koinu ist ja einfach nicht so cool. Hätte gerne mehr, aber mehr war halt für ihn in dem Game wirklich nicht drin. Immerhin, mit dem zweiten Dorfzentrum geht er trotzdem einiges voran mit dem Nahrungssammeln. Parallel natürlich Franzosen, das heißt, Dorfbewohnerbau geht ein bisschen schneller für den Arti, aber 30, 31, also hat sich noch nicht wirklich absetzen können von seinem Gegner. Palisade wird einfach weiter rüber gebaut bis zum Teich, bis zu den Fischen, dass da nichts weiter reinläuft. Also Koinu wirklich gar keinen Bock, dass irgendwas in seinem Gegner hier reinläuft. Wollt sich hier wirklich sehr, sehr defensiv zu, sogar hinter den Bären steuern, hinter den Rehen. Kann die natürlich da trotzdem noch dann irgendwann ein Pocket rausbauen, wenn er da weiter raus möchte. Aber aktuell ist einfach nur, er möchte geschützt stehen, dass dem Gegner wenig Winkel bieten. Kann man hier noch durch? Hier fehlt der Pfosten eigentlich, dieser Eckpfosten. Wobei der fehlt hier auch, glaube ich, einfach ein Anzeigebug. Das sieht durchlässig aus. Also da könnte man sich schon durchquetschen, ne? Mit ein bisschen Mühe. Gut, mit einem Pferd wahrscheinlich eher weniger. Aber so ein Bogenschützen könnte man da schon durchbringen. Palisade wird da nicht ganz so nett gebaut, aber sie ist zumindest nah genug am Dorfzentrum, dass man das mit dazu holen kann für die Verteidigung. Es werden keine weiteren Steine gesammelt. Stattdessen mehr Gold, mehr Nahrung, mehr Dorfbewohnerbau und natürlich auch mehr Militär auf beiden Seiten. Die Ritter-Bogenschützen-Kombo und somit gibt es auf der anderen Seite eine Speerkämpfer-Reiter-Kombo als Antwort. Und Koinu dann doch nochmal ein Dorfzentrum errichtet. Er ging auf 3. Dann kann also Dorfbewohner technisch seinen Gegner definitiv überholen, muss er jetzt ein bisschen aufpassen, dass er nichts verliert an der ganzen Truppe. 43, 43, also da sind wir noch gleich auf. Also Koinu spielt ganz einfach auf, lass mir meine Ruhe, lass mich meine Ressourcen sammeln, meine Dorfbewohner bauen. Der will sich da in Imperium aufbauen, indem er einfach lange genug seine Wirtschaft pusht. Wenn das nun Adi zeigt, aber trotzdem noch sehr viel Präsenz mit seinen Einheiten, versucht er wieder mit dem Bogenschützen Dorfbewohner wegzusnipen. Da geht's kurz nach vorne. Hitpoints werden weniger, aber der Kollege lebt noch. Konterfeuer vom Dorfzentrum. Damit natürlich die Map so mehr oder weniger in den Händen von Don Arti. Man sieht es auf der Minimap sehr, sehr deutlich. Der Speer läuft dann mal kurz rein. Könnte sich jetzt da komplett entfalten. Ist natürlich auch ziemlich greedy, also ja, ohne Absicherung wird das eher schwierig. Aber theoretisch wäre es möglich. Man muss auch irgendwann weiter höher. Die Fische halten hier nicht ewig. Die Küstenfische sind am Ende nur 500 pro Vorkommen. Da ist man recht schnell durch, wenn man einige Dorfbewohner dran hat. Das dauert nicht so lange. Währenddessen hier gibt es noch einen Außenposten. Also wirklich, Don Arti setzt ein bisschen die Belagerungsposition an. Kann dann eben hier oben noch Außenposten bauen, theoretisch, um sein Gegner da etwas einzuwollen. Die Sache etwas unangenehmer zu machen. Militär wächst da noch immer. Mehr Reiter im Bau, immer noch mehr Bogenschützen, mehr Ritter. Und da hatten wir gerade... Ja, einfach die Schmiede noch mit dabei. Die Produktion läuft. Keine Ressourcen bisher großartig gepunkert. Also mit Ritterzeit wird das soweit nichts. Die mal mit ihrem Thema so weiter. Dass ich die Schafe werden nicht mal angerührt. Also die stehen noch hier für später. 16 Stück. A250 Nahrung. Und da kommt eben langsam der Außenposten. Oben das ist ein Späher. Schaut, ob es da noch irgendwie einen Angriffswinkel gibt, den man nutzen könnte. Aber aktuell steht hier halt Koinu sehr kompakt. Sehr defensiv. Sehr zugemauert, Bunker-Game von seiner Seite aus. Und wuselt eben auch nach und nach diese ganzen Fischquellen leer. Dauert auch nicht lange. Wie gesagt, die 500 sind schnell aufgebraucht mit so vielen Dorfbewohnern. Ja, nächstes weg. Und auch das letzte hier. Das ja, man kann es hier schön ansehen. Wie schnell von diesen 300 verbleibenden runtergefressen werden. Das sind nur noch 250. Gleich nur noch 200. Also das hält wirklich nicht lange.
Die 500 sind wahnsinnig schnell aufgebraucht. Und hier arbeitet man sich dann auch durch. So, die Armee in Rot oben ein bisschen unterwegs. Aber da haben sich auch die Ritter umpositioniert. Der Außenposten mit dabei. Nächster Außenposten kommt. Und hier gibt es einmal Schießscharten. Also Donati baut sich eine Position hier auf. Aber dafür jetzt auch Bewegung für Coin. Es ist sehr viel Militär gebaut worden. Das sieht man hier auch direkt. Wir sind dabei 37 zu 47. Da hat Coin mehr. Wir natürlich massenhaft Speerkämpfer. Und los geht's auch schon. Die Reiter stürmen voraus. Haben die Bogenschützen mich gerade gefunden. Die wollen sie als erstes haben. Dann ist die Dorfbewohner von Coin kommen auch mit nach vorne, um diesen Außenposten zu stoppen. Der andere wird gerade noch abgegradet. Und die Speerkämpfer werden, bis die Bogenschützen dann komplett surrounded. Die Speerkämpfer stehen ein bisschen dumm dahinter. Aber die Reiter machen erstmal ihren Job. Die Ritter chargen jetzt auch mit rein. Und die Ritter wollen natürlich keine Bekanntschaft mit den Speerkämpfern machen. Die werden aber noch runtergefokust. Also Donati gibt sich da größte Mühe, diese Speerkämpfer loszuwerden. Wenn das die Dorfbewohner, wie man eben sieht, packen nochmal die Fackeln aus, wollen den Dorf, den Außenposten niederreißen. Und da gibt es aber jetzt doch die Schlacht. Speerkämpfer ist fast nichts mehr da. Also die Bogenschützen machen dann doch ihren Job. Und dann wäre es Reiter gegen Ritter. Immer noch ein paar Bogenschützen mit dabei. Coinu pusht immer noch hier weiter voran. Versucht das gegnerische Militär klein zu kriegen. Und wir sind Bogenschützen werden da als erstes draufgehen. Die werden Stück für Stück weggesnackt. Außenposten wurde ebenfalls gebrochen. Das heißt, die Bären und die Rehe sind gesichert. Das konnte Donati nicht weiter blocken. Er hat, glaube ich, hier und da ein paar Pfeile ausgeteilt mit dem Außenposten. Aber nichts viel Schlimmeres passiert. Der Push hier geht immer noch weiter. Problem ist jetzt natürlich, mehr Reinforcements kommen für Donati mit dazu. Also wie lange kann Coin das aufrechterhalten? Zieht sich tatsächlich jetzt auch schon zurück. Hat einen guten Befreiungsschlag hier gelandet. Hat sich damit gut Luft verschafft. Den Gegner komplett in die eigene Basis zurückgeschoben. Und das hat er gebraucht. Da kommt auch hier vorne direkt die nächste Produktion. Hölzerne Festung mit dabei. Also kann sich jetzt hier doch mehr entfalten, nachdem er sehr defensiv begonnen hat. Wir sind jetzt da bei 120 Kapazitätsgrenze, aber 79 zu 68 in der Wirtschaft und 19 zu 41 im Militär. Sieht soweit gut aus für Coinu in dieser dritten Map. Ja, Palisade wird trotzdem noch weiter gebaut, aber auch mit einem Tor. Also er achtet sehr drauf, dass da eben keine Runbys stattfinden. Das ist auf der Karte durchaus lukrativ. Es gibt viele Wege, durch die man sich quasi durch die Wälder durchschleichen kann, wo man dann plötzlich in der gegnerischen Basis drin steht und für Unruhe sorgen kann. Und hier draußen wird die nächste Nahrung einfach weggesammelt. Nicht mehr, das wird Donati auch bald machen. Er muss ja auch bald hochwandern. Hier ist nichts mehr an Fischen übrig. Hier ist nichts mehr an Fischen übrig. Das Ding sammelt er noch leer und das dauert nicht allzu lange. Wandert jetzt weiter zu den Rehen und hier mal dann die nächsten Fische. Also so arbeitet man sich dann eben nach und nach hier hoch in den Nordosten der Karte. Es ist ja so eine tendenzielle Splitmap-Karte mit der Linie hier mit den geweihten Städten, was die beiden quasi voneinander trennt. Und wieder mal Bewegung drin im Militär. Viele Reiter, einige Bogenschützen und auch ein ganzes schon wieder ein Speerkämpfer am Start. 10 Stück. Wie man sieht, das wird auch immer noch gut nachgelegt. Da kommt jetzt die Belagungsfachkenntnis. Haben wir möglich in Kürze. Auf der anderen Seite kommt immer noch das Rittertum. Wir leisten uns eine sehr ausgiebige Schlacht in der Feudalzeit, muss man da sagen. Wobei Donati ist nicht mehr weit weg von seinem nächsten Wahrzeichen. Gold hat er bereits. Es fehlen noch 150 Nahrung. Und ich glaube, das sammelt auch schnell genug, dass das nicht lange dauern sollte. Coinu sammelt auch wahnsinnig viel an Nahrung. Aber bräuchte noch ein bisschen länger bis zu seinem Wahrzeichen. Und ja, da ist es auch unterwegs. Es kommt das Institut. Da ist es unterwegs. Das heißt, mehr Upgrades werden da folgen. Und das macht gerade auch dann die Ritter deutlich stärker. Die sich jetzt gerade rundum hochheilen. Die haben schon alle ein bisschen gelitten in den letzten Kämpfen. Dafür möchte Coinu aber nochmal zuschlagen, bevor sein Gegner soweit ist. Bevor die Upgrades da sind. Versucht dann Zeitfenster zu treffen. Problem ist, Rampe gebrauchen halt wirklich lange zu bauen. Auch wenn die hier ihren Beschwörungstanz aufführen, indem sie da im Kreis laufen. Circle Pit einmal gemacht, um den Rambock aufzubauen. Und vorwärts geht's jetzt. Zwei Außenposten, um ein bisschen Zeit zu schinden und auch ein bisschen Feuerunterstützung zu haben. Und eben Ritterzeit ist noch nicht da. Wird zwar mit vielen Dorfbewohnern gebaut, aber das Timing, das Fenster ist noch ziemlich groß, bis da vernünftig was passiert. Das heißt, die ja, Außenposten müssen jetzt quasi herhalten, werden aber richtig schnell abgerissen. So viele Nahkämpfer mit dabei. Die Bogenschützen gehen nach vorne, die müssen ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu weit weg von den Speerkämpfern sind. Da kommt eben zweimal wichtige Sachen, Veteranenritter und königliche Blutlinie. Allerdings, wie man sehen kann, das eine braucht 15 Sekunden, das andere braucht eine Minute und 15 Sekunden. Und Coinu macht gerade nicht den Druck, als ob ich Donati einfach so eine Minute schenken möchte. Das heißt, der muss also zumindest mal mit den Veteranenrittern irgendwie in den Griff kriegen. Das ist so Plan Nummer 1, aber Speerkämpfer ist mit dabei. Jetzt ist das Veteranen-Upgrade drauf. Bogenschützen 15, Ritter 12 Stück und Schlacht hier am königlichen Institut. Da wird jetzt einfach nur stumpf drauf gekämpft. Für Coinu ist es einfach ein Draufhalten. Ich meine, er will halt nach vorne pushen, so viel wie möglich. Speerkämpfer hat gerade noch 9 Stück. Die schmelzen relativ schnell weg, wie man sieht. Speerkämpfer verschwinden wirklich schnell. 4 Stück noch. Auch von den Reitern ist nicht mehr so viel. Das heißt jetzt königliche Ritter gegen die Bogenschützen. Und das könnte tatsächlich noch was werden hier.
Für Don Arti in dieser Verteidigung. Wie man sieht, der arbeitet sich so langsam durch die Feinde her durch. Ja, der Rambo gibt noch hier eine Rottenstellung, die von der Seite mit reinsnipt. Eben Kolno hat selber auf die Ritterzeit geschafft in der Zwischenzeit. Also kann er dann ausgleichen. Aber seine Truppen sind deutlich kleiner geworden und sein Push wird auf jeden Fall ausgebremst. Da haben wirklich diese Außenposten noch wertvolle Zeit gekauft für Don Arti, damit er das in den Griff kriegt. Wie man sieht, jetzt stürmt er da einfach stumpf entgegen. Hat jetzt die Feuerpower, die Kampfstärke dafür, um die gegnerischen Reinforcements schnell rauszunehmen. Auch die Speerkämpfer werden einfach viel zu schnell abgesammelt. Können hier nicht genügend ausrichten. Hier und da geht mal ein Ritter drauf, aber die kriegen jetzt gleich nochmal mehr Hitpoints. Königliche Blutlinie ist drauf. Jetzt sind die Kollegen richtig tanky und somit geht's weiter. Bogenschützen kommen um dazu. Jetzt ist es wieder mal der Rückwärtsgang für Koinu. Also er muss sich jetzt hier sammeln. An seiner hölzernen Festung, an seinen Produktionsgebäuden sammelt massiv Steine. Also eventuell sind wir noch im Berg, fliegt er noch mit dazu, um die Position zu sichern. Währenddessen holt sich dann Arti den Sattelswesen für mehr Damage, den seine Ritter dann austeilen sollen. Und Fernkampfrüstung kommt auch noch mit dazu, dass die Bogenschützen weniger anrichten. Währenddessen kommt das Veteranen-Upgrade für die Speerkämpfer, für Kolno, was natürlich auch dringend gebraucht wird gegen diese Ritter. Da wandert man selber nach vorne, also auch Don Arti hat hier einen Bergfried vor. An der Steinquelle hier. Frage ist, wie ist die Reaktion von Kolno? Er will jetzt erstmal draufhalten, dass er versucht, das zu bekämpfen. Es sind viele Dorfbrunnen hier mit nach vorne, jetzt 26 Stück, insgesamt 92 für Don Arti. Einer ist gerade gestorben, aber der Rest wird beschützt gerade vom Militär. Die Ritter stürmen da drauf, versuchen einfach die Zeit zu kaufen und tun das auch erfolgreich. Bergfried wird hier fertig. Feuerunterstützung ist da. Da kommt der defensive Bergfried. Da sind noch weitere Kasernen, die hier drumherum stehen. Also wir haben gerade einen Fokuspunkt auf der Karte. Sehr, sehr weit vorne, sehr nah an der Palisade eben von Koinu. Und sofort auch ein Triebog im Bau. Also die Schlacht wird jetzt einfach weitergeführt in der Ritterzeit. Und die Steine da vorne noch gesammelt werden. Es sind so viele Dorfbohnen hier vorne, das ist echt krass. 92 zu 117, also Koinu hat mehr. Gutes Stück mehr sogar an Dorfbohnen. Das ist einiges. Bergfried steht jetzt auch bei ihm mit dabei. Eigene Benahrungswerkstätten kommen noch mit dazu. Kommt immer noch weiter Dorfbohnen auch. Und natürlich mehr Militär zu dem Kriegermönch, um die Reliquien einzusammeln. Also es gibt einiges zu tun auf der Map. Man hört auch gerade schon den Reliquien, sondern er hat sich eine geschnappt. Die hier wird er nicht kriegen. Die ist in einer schlechten Position wie ihn. Die hier könnte theoretisch funktionieren. Muss sie ja ein bisschen durchschleichen, aber das wäre schon drin. Aber natürlich nächstes Sorgenkind ist erstmal das hier, diese Belagerung, die jetzt hier losgeht. Erster Tribok ist da, da wird nochmal fleißig Steine gesammelt. Und Don Arti war dann mit den Dorfbrunnen erstmal nochmal zurück. Der Bergfried hier bekommt nochmal die Rottenstellung. Das Militär wartet weit hinten und hier oben kann man noch ruhig Ressourcen sammeln. Also momentan ist es auch für Koinu so, er nutzt jetzt seine Gebäude quasi als Zeitpuffer. Dass er sich mehr vorbereiten kann, weil er baut selber Triebwerke. Drei Stück plötzlich in seiner Queue. Zwei kann er parallel bauen. Währenddessen hier kommen nochmal Ställe mit dazu. Die nutzen dann die Kostenersparnis, die sie vom Bergfried bekommen. Dann werden nochmal die restlichen Steine weggesammelt. Dann sehen wir eventuell nochmal einen Bergfried. Ich meine, wäre nicht das erste Mal, dass so ein Arti mehrere Bergfriede auf einen Bildschirm klatscht, um seine Position zu festigen. Da geht mal die erste hölzerne Festung drauf. Aber wie gesagt, hier oben kann Koinu immer noch fleißig sammeln. Also ressourcentechnisch, er ist versorgt. Da wird ihm gerade nichts Wichtiges gestoppt und produktionstechnisch kann auch noch einiges bauen. Die meisten seiner Produktionsgebäude sind soweit safe. Einzig vorne, die beiden Kasernen haben Schwierigkeiten. Da kommt aber der nächste Bergfried und der wird etwas unangenehmer. Der kann selber dann über die Palisade schießen. Und damit ja der nächste Bergfried. Also wir haben hier drei Bergfriede quasi auf einem Bildschirm. Da ist aber auch die Frage, wie lange noch, weil beide pumpen einiges an Triebböcken. Das heißt, da kommt mehr Damage mit raus, um die Gebäude wieder einzureißen. Gerade der Bergfried leidet auch schon. Dafür der nächste hier ist fertig. Wird aber kein Gebäude kaputt. Man könnte das Dorfzentrum bekommt er beim besten Willen nicht kaputt. Mit seinen 7000 AP. Und hinten steigt natürlich der Druck mit den ganzen Trieböcken. Der ganze Konterschaden. Die Frage, wie macht Don Arti von hier weiter? Er kommt nicht wirklich ran an die Kollegen hinten, weil die Palisade ist komplett im Weg. Und wird auch noch nicht aufgeworfen. Währenddessen bröckeln seine eigenen Bergfriede nach und nach wechseln. Der Dorfbewohner wandern nach hinten, sammeln das Gold. Also Goldader klauen ist da gerade in der Tagesordnung. Dorfbewohner-technisch sind wir jetzt da bei 104 zu 138. Koinu hat wirklich Dorfbewohner ohne Ende. Ist jetzt auch bei 200 Bevölkerung. Also mehr geht für ihn eh nicht. Der ging er bei 150 und da geht's voran. Das Gebäude ist einfach von Hand kaputt gemacht. Aber immer noch, die Palisade ist im Weg, der Bergfried ist im Weg. Palisade soll jetzt aufgebrochen werden. Also da kommt jetzt der Versuch, der Ansturm. Wo ist Koinus gesamtes Militär? Der baut noch ein paar Rutten, der hat Rutten parat, aber muss jetzt trotzdem erstmal diesen Vorstoß stoppen. Und da kommen seine Speerkämpfer angestürmt, um eben diese Ritter aufzuhalten. Das sind 35 Steine, ein Bergfried bereits gestorben. Die anderen beiden Bergfriede sind am Leiden. Palisade ist offen, da wird Freisig reingeballert mit dem Bogenschützen. Und die Ritter halten hier trotzdem erstmal durch, aber auch Ambroschützen jetzt auf der Seite von Koinu mit dabei, um mehr Schaden zu machen. Aktuell sieht das aber so aus, als ob die Ritter sich hier durchsetzen können. Als nächstes sind die Triebböcke hinten in Gefahr.
Ja, der erste Triebwerk hinten kriegt es auch sofort, Alter, wird gesniped. Der nächste Triebwerk wird angerannt, auch der geht weg. Und der dritte ist das nächste Ziel. Die Bogenschützen bekämpfen die Ampelschützen. Der Bergfried hier fällt auseinander. Der letzte Triebwerk wird es wahrscheinlich nicht überleben. Die Roten werden angerannt. Auch die kriegen mehr und mehr Schwierigkeiten. Das Dorf von mir kann natürlich nicht selber schießen. Und Arti sammelt auch parallel ein paar Reliquien ein. Und kümmert jetzt sich hier um die Reinforcement-Einheiten. Sein eigenes Militär hat sich aber auch ziemlich ausgedünnt. Sein eigener Bergfried ist hier gestorben. Sie wurde schon sehr viel zerstört. Aber er hat noch seine Triebagenten. Die kann er weiter nutzen, um die Produktionsgebäude des Gegners zu zerlegen. Aber insgesamt kann es sich hier nicht halten, wie man sieht. Die Ritter werden nach und nach weggesniped. Die Armbrustschützen machen da doch einen sehr soliden Job. Und Donati weiter vorwärts kommt er nicht, aber er killt die ganzen Trieböcke. Das ist sehr viel wert. Verliert aber selber Zeit, Bergfälle dafür. Das ist sehr, sehr teuer. Reliquien-Situation müsst ihr mal kurz checken. Wie sieht's da aus? Da ist eine drin, in diesem Kloster. Bitte, glaube ich, ist da noch eine zweite unterwegs? Da wäre zumindest noch eine zweite erreichbar. Hier draußen wird jetzt fleißig Nahrung gesammelt. Und da werden Steine gesammelt mit, okay, gleich drei hölzernen Festungen. Dann werden auch überall Rundenstellungen nachgerüstet. Ansonsten Reliquien-Dänisch. Wie sieht's bei Kolnu aus? Eine in der Abtei der Dreifaltigkeit hat er drin. Und da bringt er eine zweite. Das heißt, da hat er zwei Stück. Somit hat er drei eigentlich. Mir fehlt gerade eine. Irgendwo müsste noch eine weitere sein. So, Palisade wieder zugebaut. Und wieder neue Triebog ist dabei, um die Reste hier, diese Gebäude aufzuräumen. Also diese Schlacht erfolglos. Und somit erstmal Position mehr oder weniger aufgegeben. Die Triebwerke wurden aber auch ein bisschen zurückgezogen. Und da wird auch noch ein weiterer gebaut. Also da ist noch Feuerpower da. Fünf Triebwerke. Und die wandern jetzt eher nach oben. Da gibt es wertvolle Ressourcen, die man den Gegner eventuell blockieren kann. Wobei ich halt wirklich vier hölzerne Festungen. Halleluja. Die ballern jetzt alle auch gerade rüber auf die Mühlen. So, da hat der letzte Triebwerk wurde auch noch fertiggestellt. Dafür der eine Stall bereits gefallen. Und auch hier Triebwerke sind am Start, die Belagerungswerkstätten, die leben noch, wichtigerweise. Und das Rekrutierungsupgrade, Militärakademie, sind jetzt bei 117 zu 141. Also Dorfpolitisch ist Coin jetzt wirklich an seinem Limit angekommen. Viel mehr braucht er da echt nicht. Baut auch nichts mehr, holt sich jetzt gerade Upgrades mit, sondern trotzdem die 200 Bevölkerung. Also kann sich das gerade leisten. Quasi Vorbereitung für später. Mal gucken, Vorbereitung für später könnt ihr auch eine Imperialzeit beinhalten. 2000 Nahrung hat er schon und 900 Gold auch noch mit dazu. Das sieht sehr, sehr wahrscheinlich aus, dass er das schafft. Reliquien-Tennis hat er jetzt drei Stück in seinem Abteil. Also er hat die drei erreicht. Sein Gegner hat die zwei. Also ist eine Höhe. Da laufen die ganzen Dorfbewohner gerade durch. Halleluja. Da sind mehrere Rundenstellungen und auch fliegen viele Pfeile. Das ist nicht unbedingt angenehm hier für Donati, dass die einfach mitten reinschauen. Also er verliert einiges dabei. Wie man sieht, die hölzernen Festungen teilen mächtig aus, können ein Dorf von einem anderen. Auch die Bogenschützen leiden da unten, aber mit den Triebögen zusammen sollte man das kaputt machen können. Wobei, da kommen die Sperrkämpfe jetzt angestürmt, die wollen auch noch ein Wörtchen mitreden. Eine hölzerne Festung wird schon mal zerstört, aber jetzt geht das Gepiekse los. Sperrkämpfe sind mit am Start. Roten kommen dann auch mit dazu, die können jetzt eben genau die Triebögen runterfokussen. Erster Feld. Da hinten klappt sich auch noch mit auf. Der Bergfried vorne wird fertiggestellt. Und mehrere Dorfbewohner kostet das natürlich. Hier die Sperrkämpfer werden abgerammt von den Rittern. Das heißt, es hängt jetzt an den Armbrustschützen. Die laufen auch zurück. Weitere Triebwerk wird aber gesniped. Die Dorfbewohner hier nehmen auch Reis aus. Also Position wird, wie es aussieht, von Don Arti erobert. Er kann sie ein weiteres Mal durchkämpfen. Durch die gegnerische Armee. Wenn sie auf offenem Feld ist, ist es nicht gut genug für die Armbrustschützen. Die Roten wurden schon gesniped. Und die Ritter bleiben hier tatsächlich zu Teilen am Leben und haben hier hinten die Bogenschützen Hilfe, die da wirklich einiges kaputt macht. Dafür, Koinu hat die Ressourcen gehabt und ist in einem weiteren Zeitalter. Er hat die Imperialzeit erreicht. Irgendwo steht da ein weiteres Wahrzeichen. Da hinten steht's. Die hohe Rüstkammer hilft diesen Belagerungswerkstätten auch aus. In dem Fall 20%. Und natürlich hat man die zusätzlichen Upgrades. Die könnten auch noch ganz interessant werden. Wir hatten schon ziemlich Belagerungskrieg, dass man da sich speziell Upgrades tut. Aber erster Fokus gilt den Strelitzen tatsächlich. Auf Grund der Tennis jetzt 124er. Das sind direkt mal knappe 20 gestorben. In der Aktion gegen 113 auf der anderen Seite. Da waren immer noch welche gebaut für Donati. Also beide haben Wirtschaftspower ohne Ende. Weil sie es nicht so einfach schaffen, wieder auf 200 hochzubauen. Also solche Reserven haben wir gerade nicht. Wird jetzt oben einfach alles abgeräumt. Und das ist dann doch ein nerviger Fluss. Da gibt es noch einige wichtige Nahrung. Gerade eben die Steine hier wären noch ganz nett gewesen. Er hat die Hälfte davon gesammelt. 1200 von den 24. Aber natürlich das Ding auch sehr, sehr wertvoll. 8000 Gold, die hier rumstehen. Und auch hier unten 8000 Gold. Das ist alles mehr unter der Kontrolle von Don Arti. Er schnappt sich hier gerade die wichtigen Ressourcen auf der Map und er pusht seinen Gegner weiter und weiter zurück. Der hat dann gleich die Strelitzen am Start. Die können aushelfen für so eine Schlacht. Die sind sehr gefährlich, auch gegen die Ritter. Die machen den Damage. Und vor allem, die Strelitzen haben den Vorteil, sie können einfach stehen bleiben und gegen die Ritter kämpfen, weil die werden stärker, wenn sie stehen bleiben. Die meisten anderen Einheiten wollen lieber weglaufen. Die Strelitzen allerdings, die kämpfen gerne einfach nur stehen und draufhalten. Macht die glücklich.
Ein langer Kampf an einer Position finden die Strelitzen eigentlich ziemlich toll. Da vermischen sie jetzt hier nochmal die Bogenschützen ein. Mangen werden gebaut bei Koinu und hat eben hier einiges am Grund und Boden verloren. Währenddessen geweihter Sieg steht für Donati tatsächlich bevor. Wäre Minute 37 tatsächlich, dass das reinhaut. 10 Minuten Timer. Es ist, wenn das ein Palisade wird weitergebaut, also immer noch. Koinu möchte sein Gebiet vernünftig unter Kontrolle halten, aber er hält sich auch wirklich komplett hinter seine Palisade. Also hat er auch nicht versucht, besser weiter rauszupushen. Somit überlässt er halt auch eben wieder viele Ressourcen seinem Gegner. Die Gebäude stehen halt auch immer noch. Ja, da werden zuerst hier die Steine weggesammelt. Also da könnte Donati durchaus noch weitere Bergfriede ansetzen, wenn er das wollte. Mit Dorfbundetennis sind sie eben versorgt. Ja, baut tatsächlich immer noch welche. Er hat immer noch welche in der Bauschleife hier. Da sieht man die ganzen Felder für die Nahrungsversorgung. Das soll nochmal dazukommen. Da chillen noch ein paar Dorfbewohner gerade. Die arbeiten nicht. Und ja, für Donati ist natürlich, er hat gerade keinen Druck mehr zu pushen. Der Druck liegt gerade auf Koinu. Der muss hier irgendwie raus und die geweihte Stätte angehen. Und der schiebt sich mit den Palisaden näher und näher und bringt dann auch seinen Triborg in Position. Könnte dann theoretisch auch Bombarden bauen. Ja, da fliegt mal ein Stein auf den Mönch. Ich glaube, ich habe die eventuell auch schon für heute Prälaten genannt. Schließe ich nicht aus. So, da geht's los. Belagerung auf den Bergfried. Der auf Forschungsöl-Upgraden. Das wird er auch fertig kriegen. Auch wenn jetzt hier unter der Belagerung ist, aber die 15 Sekunden lebt er schon noch. Wenn das ein Dorfbewohner schafft, es nicht ganz die Palisade fertig zu bauen. Damit ist hier ziemlich viel abgeriegelt. Die Mangen müssen aufpassen. Die sind auf der falschen Seite der Palisade gerade. Also sie wollen ja wirklich ein paar Einheiten abfangen, die da unterwegs sind. Könnten die Dorfbewohner eventuell angehen. Aber das übernehmen den nächsten Bergfried, der dazu kommt, um diese geweihten Städten weiter zu blockieren. Donati jetzt selber hat Ressourcen gespart. Kann auf den Imperial sowieso. Er muss nicht wirklich sparen. Er kann einfach nichts mehr bauen. Ist eher das bezeichnete Problem, da gibt es die Artillerieschule für mächtige Belagerungswaffen. Kommt hier hinten. Zudem mit einer Steinmauer. Auch Donati mauert jetzt hier und sogar hinter der geweihten Stätte. Schließt sie nicht in sein Gebiet hinein, schafft hier aber den Durchbruch. Und das ist natürlich jetzt gerade ein gutes Stück weg von der Koinu-Armee. Und die Koinu-Armee zieht sich auch prompt zurück. Gibt damit die Position auf. Da laufen ein paar Dorfbewohner einfach schnurstracks sein. Ja, das ist jetzt eklig, dieser Angriff. Wir sind bei 120 Dorfbewohner. Mal sehen, wie viele da am Ende gesniped werden. Donat jetzt eben auch in der Imperialzeit. Das heißt, da werden noch weitere abgezogen. Kommen. Versucht das Dorfzentrum zu zerstören? Oder will er einfach. Er war einfach gerade nicht ganz fokussiert, glaube ich, auf die Geschichte. Er sucht jetzt hier nach Dorfbewohnern, die hier und da noch unterwegs sind. Und sorgt natürlich für massig Ablenkung. Das heißt, er kann da mehr Zeug erforschen. Okay, Dorfbewohner werden nachgelegt, bis es in 5 gestorben. Einiges einquartiert. Die Bogenschützen ballern natürlich Sperrkämpfe aus dem Leben. Und ja, da kommen Elite-Upgrades, da kommen Handrohrschützen. Also die Bogenschützen werden durch Handrohrschützen ersetzt. Das goldene Tor wird gleich zerstört, weil die Triebwerke doch einiges an Schaden machen. Hier sind eigentlich alle Wahrzeichen relativ nah beieinander. 3 sind hier und das 4. ist hier oben. Ja, das sind die Ritter, machen da noch ein bisschen was kaputt, einfach wo sie gerade Bock drauf haben. So, Wahrzeichen 1 ist zerstört. Als nächstes Kampf hier um das Dorfzentrum. Die Strelitzen sind aber damit dabei. Donati hält einfach stumpf drauf. Elite-Upgrade dauert noch. Das wird er nicht haben für diesen Kampf. Das heißt, die Ritter sind ein bisschen schwächer, als sie sein könnten. Wenn das die Triebwerke machen, immer noch einfach ihr Ding. Werfen gerade die Kaserne kaputt, wenn ich das richtig sehe. Die Strelitzen kiten es doch rückwärts. Die Ritter sind nicht mehr in der besten Verfassung, aber die Bogenschützen hinten dran helfen aus. Jetzt könnten die Mangen wieder zukommen. Das sind 3 Stück da. Und die da ordentlich treffen, könnte das auch gut wehtun. Die Ritter eben nicht mit dem besten Panzer. Da schmelzen jetzt die Ritter weg. Das heißt, die Frontlinie wird gerade ausradiert. Und somit kann das Koinu halten. Fehlt eben hier und da noch Produktionsgebäude. Die Triebwerke machen einfach, was sie können, um mächtig nervig zu sein. Und das gibt eben auch Zeit für die Upgrades für Donati. Er hat seinen Gegner da komplett zurückgeschoben. Wenn das nicht hier der Bergfried hält, halt immer noch. Und die Dorfbewohner kommen nochmal kurz nach vorne und wollen diesen Triborg angehen, wenn sie gerade schon in der Gegend sind. Und der Triborg natürlich nicht gut beschützt ist. Der hat auch kaum noch Hitpoints. 6 AP, also es fehlt eine Fackel und dann hat sich das erledigt. Und der Triborg, da geht auch drauf. Und das Opfer lohnt sich, die Dorfbewohner dafür einzusetzen. Das heißt, kein Druck mehr auf den Bergfried. 2 der Bergfried-Kombination. Hier sind zudem nochmal 2000 Steine. Da kann man nochmal ein paar Bergfriede aufstellen, wenn man das sammelt. Das Ding hat er komplett weggesammelt inzwischen. Inzwischen räumt Koinu das hier vor seiner Basis auf. Aber der strategisch bessere Position nach wie vor für Donati. Hat es endlich auch das Elite-Upgrade, um eben Handrohrschützen jetzt in Kombination mit seinen königlichen Rittern, also stärkere Einheiten. Mehr Wumms dahinter im Fernkampf dafür. Auf der anderen Seite sammeln sich, stapeln sich die Strelitzen. Bei kommt es nochmal ein ganzer Satz Speerkämpfer und auch eine Bombarde mit dazu. Und hier ein defensiver Bergfried. Game Overtimer läuft ja schon eine ganze Zeit. Ich glaube, die Hälfte vom Game Overtimer mit so in etwa. Das ist irgendwas um Minute 27, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sollte ich mir vielleicht aufschreiben, sowas.
wenn es tatsächlich mal so weit kommt, dass der Timer wichtig ist. Weil wir kriegen ja die 3-Minuten-Warnung, wenn es wirklich ganz knapp wird. Und da sind wir der nächste Bergfried einfach. Also Dornati riegelt einfach die geweihten Städten ab und spielt dann eher auf dem Sieg der geweihten Städte. Und stürmt jetzt auch trotzdem in den Kampf gegen polnische Speerkämpfer. Die Speerkämpfer versuchen ihr Möglichstes, aber gegen Handrohrschützen und die Ritter natürlich jetzt mit vollen Upgrades, die sind ziemlich zäh trotzdem, auch wenn es da Bonusschaden gibt. Die Ritter halten einiges aus und währenddessen hinten dran die Handrohrschützen machen den Schaden. Sie legen den nicht noch Stück für Stück. Das heißt, Position hält ein weiteres Mal für Dornati. Und Koinu kommt bisher nicht an die geweihte Stadt und hat halt nach wie vor auch keinen Tribok. Er baut jetzt wieder drei. Er hat eine Bombarde gebaut in der Zwischenzeit. Nicht hier, wo die abhängt. Die hängt hier ab mit den paar anderen Reinforcements. Aber er muss halt irgendwie diese Bergfriede loswerden. Und das recht bald eigentlich. Und hier werden die nächsten Ressourcen vorne weggefarmt. Also da schnappt sich Dornati wirklich alles in der Mitte. Damit sein Gegner da nicht rankommt. Hat schon wieder genügend Scheine für einen weiteren Bergfried. Also da kann er einfach weitermachen. Der Bergfried sind auch hier und da abgegradet. Generell Öl-Upgrade gilt ja für alle. Und ja, der nächste Bergfried. Also Dornati hat wirklich Bock auf Bergfriede. En masse. Der hat aber deutlich mehr Probleme. Der wird jetzt schon beschossen. Und die Bombarde wäre ja auch nicht weit weg. Die Dorfbewohner versuchen ihr Bestes, das Ding durchzuziehen. Aber das könnte wehtun. Das könnte einige Dorfbewohner kosten. Das sind gerade noch 19 Stück. Und Tendenz fallend. 17 sind es noch. 75 KP aber auf den. Also Textilien ist da. Und der Bergfried, nein, er wird doch fertig. Konterfeuer kommt. Die Strelitzen müssen selber aufpassen. Ja, die Speer, oh Gott, die Speerkämpfe werden ja gerade einfach gefüttert. Zwischen zwei Bergfrieden. Keine Chance, dass die da hier irgendwas erreichen, die Speerkämpfer. Sieht man auch direkt, werden einfach nur weggeschmolzen von den Gebäuden. Und da wird weiter abgegradet. Kanonenstellung hier, Kanonenstellung da. Mehr Firepower in diese Bergfriede. Noch mehr Steine, die weggesammelt werden. Hinten wird, soll Gold gesammelt werden. Ist aber nicht angelaufen, das Projekt. Ressourcen sind, wie man sieht, viel Nahrung dafür, können nur viel Holz. Gold ist ein bisschen Mangel, er hat auch einiges an Steine noch. Bei seinem Gegner auch Gold ist der Mangel. Stein hat auch nicht so viel. Aber er hat schon sehr viele Steine eingesetzt, muss man sagen. Mit so vielen Bergfrieden, die hier rumstehen. Er hatte vorne auch zwei Bergfriede gebaut, die schon gestorben sind. Also in Sachen Steine kann sich Dornati wirklich nichts sagen lassen. Da hat er schon so viel gesammelt und so viel aufgebraucht einfach. Und hat immer noch eine starke Armee dahinter. Hat auch eine Feldstange mit dabei gegen die gegnerischen Belagerungswaffen. Und da haben wir die Meldung. 3 Minuten bis zum vierten Sieg. Also 27:30 ist der kritische Moment. Den Koinu da vor sich hat. Dornati wieder mal wirft sich in die Schlacht mit den Rittern. Ist ihm einfach komplett egal. Der Bergfried bietet Feuerunterstützung. Die Handrohrschützen knallen mit rein. Und ein weiteres Mal die Speerkämpfer lösen sich schnell auf. Die Ritter allerdings auch ein gutes Stück. Die wollen trotzdem durch zu den Belagerungswaffen. Die sind quasi das Kritische. Und solange es Dornati schafft, die Belagerungswaffen aufzuhalten, stehen seine Bergfriede noch. Das heißt, der Gegner kann nicht wirklich auf die geweihte Stätte pushen. Das ist hier der Plan. Somit die Ritter ja, opfern ihr Leben, um zwei Triebwerke rauszunehmen. Somit ist es nur noch einer. Die Bombarde ist noch am Leben. Nein, die wird gerade gesniped von der Feldschlange hier hinten. Die hat das aus dem Leben geballert. Das heißt, nur noch ein Tribok, der hier den Bergfried irgendwie gefährlich wird. Und der Bergfried wird entsprechend gerade gegen repariert. Die Dorfbewohner machen einen komischen Tanz. Gehen dann wieder mal hoch und runter und arbeiten dann weiter. Währenddessen die Speerkämpfe versuchen, gegen zu pushen. Aber jetzt halt komplett in die Feuerunterstützung von 2 bis 3 Bergfrieden. Außenposten mit Kanonenschwung auch mit der Eckbart. Da kämpft Koinu wirklich eine eklige Position rein. Da kommt auch noch das Öl mit dazu. Die Feldstange wird kurz angegangen. Die Kaltstange lebt aber auch noch 2 Minuten jetzt noch. Koinu ist noch mit Textilien mit dabei. Hat hier vorne die Strelitzen. Die haben auch einige schon kaputt gemacht. Aber Problem ist natürlich, er kommt hier nicht vorwärts. Auf die ganzen geweihten Städten. Hier oben ebenfalls Doppelbergfried. Und hier tut sich gar nichts. Da gibt es einen defensiven Bergfried. Die Front ist rein hier. Aber die Front sieht nicht so aus, als ob der Koinu irgendwie durchpushen kann. Der ganze Schaden auf dem Bergfried wurde wieder gegen repariert. Und für Dornati ist es einfach ein Ausharren. Warten, bis quasi das 3:0 zu ihm kommt. Er muss noch so etwa 2,5 Minuten warten. Also das wird langsam echt eng für Koinu. Selbst wenn er einen Bergfried kaputt bekommt, dann hat er trotzdem die 2 hinten noch als Probleme. Also das ist dann noch nicht gelöst. Er muss irgendwie da einen Notfallrun auf das Ding starten mit allem, was er nochmal irgendwie bauen kann. Er schafft die 200 auf jeden Fall. Ressourcen sind dafür da. Aber er, ihm läuft halt wirklich die Zeit davon. Das ist sein Hauptproblem gerade. Und wie man sieht, es sind so viele Dorfbewohner hier mit dabei, die einfach das Ding wieder komplett zusammenflicken. Steine sind nicht mehr so viel davon, Dornati, die wird jetzt ziemlich schnell runterarbeiten. Man sieht, dass die Reparaturfrist sich ziemlich schnell durch die Steine durch. Aber der Bergfried hält immer noch. Und jetzt haben wir noch eine letzte Minute. 27:30. Ab da ist es wirklich so die letzten paar Sekunden des Games. Und das kommt immer näher. Währenddessen gibt es hier das Konterfeuer mit den Kanonen. Der Bergfried lebt halt wirklich immer noch. Aber jetzt sind die Steine alle für Dornati. Er hat keine Steine mehr. Kann das Ding nicht weiter reparieren? Die Dorfbewohner, ja, die Dorfbewohner täuschen jetzt gerade an zu arbeiten, aber sie arbeiten nicht. Also kommen wieder mal Steine rein. Ja, ich bin reinkommen. Entschuldigung, er hat keine Steine mehr. Doch, Reserven. Ha! Falsches Menü gehabt. Entschuldigung, tut mir leid, aber trotzdem, wie man sieht, jetzt ist es mit den Steinen. Jetzt passiert nichts mehr. Jetzt arbeiten sie auch nicht mehr.
Aber wir sind bei den letzten 10 Sekunden. Da kommt dieser Ansturm mit allem, was er nötig hat. Einige Reiter, einige Sperrkampfwort. Aber der Buffy lebt halt immer. Der Buffy konnte doch einmal Öl raushauen, damit es auch noch unbedingt wehtut. Der Buffy hat auch Öl raus. Und wie man sieht, der Ansturm auf der Stelle, die wird einfach komplett geblockt. Einheiten stehen da drauf und sagen sich, nö, wir lassen einfach den Timer durchlaufen. Brauchst du gar nicht glauben, dass du hier irgendwas erreichen kannst. Und es ist ein wirkliches Massengrab hier vorne. Die Dorfbewohner wandern damit rum. Aber dadurch, dass immer noch Einheiten im Grün auf der geweihten Stätte stehen, läuft der Timer immer noch weiter. Und das heißt, das Game geht ebenfalls andersartig. Der macht hier das 3:0 gegen Koinu. Also er mag seine Bergfriede wirklich sehr, sehr gern. Das muss man schon sagen. Hat 6-7 Bergfriede gebaut in diesem Game. Ja, stellenweise kein schlechtes Game für Koinu, nur eben dann gegen Ende. Donati spielt rein auf die Siegbedingung, will sich dann nicht weiter mit der gegnerischen Mauerstrategie beschäftigen, sondern sagt nur, komm du doch zu mir, da musst du dich aus deinen Mauern rauswagen und ich mauere dann selber mit Bergfrieden. Und ja, das war dann die Position, die konnte Koinu einfach nicht brechen. Und sieht doch von der Tennis, ging er nochmal richtig steil gegen Ende. Donati hatte gegen Ende 160 Dorfbewohner. Währenddessen bei Koinu, der damals einen Peak erreicht und dann ist es langsam runtergedroppt. Hat natürlich versucht, mehr Militär zu bündeln, dass er irgendwie durchbrechen kann, aber hatte einfach nie genug. Ich meine, klar, gegen drei Bergfriede und eine Masse an Einheiten. Die Handrohrschützen, die Ritter, die wirklich auch lange einfach am Leben bleiben, egal was auf die ankommt, mit ihren ganzen Upgrades. Schwierig für Koinu, das Problem zu bewältigen. Aber ich meine, er hat sich quasi selber ein bisschen da reingebracht. Er hat sich so defensiv aufgestellt, dass Donati gesagt hat, gut, dann schnapp ich mir eben die Mitte und dann kannst du gucken, wie du das anstellst. Hat also den Spieß quasi umgedreht. Und somit hat er da wirklich ein komplettes 3:0 draus gemacht. Koinu damit raus, Donati eine Runde weiter. Das war's mir, bis zum nächsten Mal und ciao.